Wenn du nicht bereit bist, dich mit Führung zu beschäftigen, mit Menschen zu beschäftigen und mit Kommunikation zu beschäftigen, dann wird das nichts. Kann man Führung lernen? Ist das ein Talent oder eine Fähigkeit? Ist das Gott gegeben oder ein Handwerk? Wenn du Gastronom bist oder Gastronom werden willst, weil du ein Restaurant eröffnest und du stellst Mitarbeiter ein oder du hast schon Mitarbeiter oder hast sogar mehrere Teams, die in verschiedenen Schichten arbeiten, die dann wiederum auch eine Führungspersönlichkeit vor sich haben, dann ist eins grundsätzlich wichtig, dass du mit Menschen umgehen kannst. Also, kann man Führung lernen? Ja, klar, kann man. Bin ich überzeugt von. Kann es jeder lernen? Nein. Ich saß letztens in einem Zug, bin von Karlsruhe nach Düsseldorf gefahren mit dem ICE und saß im Bordrestaurant und wollte einen Kaffee trinken und dann kam der Kellner und fragte, was wollen Sie? Ich so, ich würde gerne Kaffee trinken, sagte er, Vorkasse. Was ist mir neu, weil ich trinke ja nicht den Kaffee und springe dann aus dem fahrenden Zug raus, ne? Und gehe einfach. Neue Vorschrift. So, okay, ich zahle meine 3,60 € waren es, glaube ich, und habe ihn dann noch eine Zeit lang beobachtet und der war bei jedem Gast unfreundlich oder hatte so diesen Ton und sein Gesichtsausdruck hat sich auch nicht verändert. Und dann habe ich mir gedacht, warum machst du nicht etwas, was dir Spaß macht? Irgendwas mit Maschinen. Weil wenn du mit Menschen nicht kannst, bist du hier einfach im falschen Job. Also grundsätzlich, du musst ein Interesse an Menschen und an Kommunikation haben, sonst wird das mit der Führung nichts. Wenn du nicht bereit bist, dich mit Führung zu beschäftigen, mit Menschen zu beschäftigen und mit Kommunikation zu beschäftigen, dann wird das nichts. Wo kannst du jetzt Führung lernen? Das Erste, wo du gute Führung lernen könntest, ist das Militär. Ich habe da mal eine sehr, sehr bewegende Doku gesehen von einem Lieutenant oder was auch immer, wer für einen Rang hatte, ich weiß es nicht mehr. Der war in einem Krisengebiet in Afghanistan stationiert und hatte mehrere Soldaten unter sich in seiner Einheit. Und der Kodex war von ihm, keiner wird zurückgelassen. Egal ob verwundet, tot, was auch immer passiert ist, keiner wird zurückgelassen. Sie waren jetzt nun im Einsatz und es kamen Hubschrauber, um die Soldaten rauszuholen. Und er ist zurückgegangen, hat einen verwundeten Kameraden geholt, in den Hubschrauber gebracht, hat ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben und ist wieder zurück, um den nächsten zu holen. Das ist Leadership. Er wurde dann gefragt, warum riskiert er denn sein Leben, um fremde Menschen zu retten? Und seine Antwort war, das würden die für mich jederzeit auch tun. Also heißt, das, was du tust, ist jederzeit dein Team auch bereit für dich zu tun. Wenn du dich für das Team einsetzt, dann setzt es sich auch für dich ein. Ein zweiter Ort, an dem du gut Führung lernen kannst, sind Konzerne. Nach dem Studium vielleicht bewirbst du dich in einem größeren Konzern und kannst dort in die Management-Ebene einsteigen. Du machst da bestimmte Programme mit, du kriegst einen Mentor an die Hand, du kriegst eine erste Abteilung, die du führen kannst. Also da kannst du auch sehr, sehr gut Führung lernen. Also Militär und Konzern. Jetzt ist natürlich nicht jeder Gastronom automatisch beim Militär gewesen oder hat in einem Konzern angefangen. Wobei wir haben einen Kunden, die hat tatsächlich bei einem Konzern angefangen. Und da gibt es eine nette Geschichte. Also eine wirklich sehr, sehr führungsstarke Person. Und zwar war sie mit ihrer Abteilung sehr, sehr erfolgreich. Und sie wurde vom Chef des Chefs eingeladen
zu einem Termin berufen und er wollte von ihr wissen, warum sie denn so erfolgreich ist. Was hat sie, dass dieses Team so erfolgreich läuft? Und sie erklärte, ich nehme jeden Tag eine Stunde Zeit, um mit meinen Mitarbeitern zu sprechen. Dann war die Reaktion vom Chef, das machen sie ab sofort nicht mehr, dafür werden sie nicht bezahlt. Mitarbeiter muss man morgens schon unangespitzt in den Boden rammen, damit sie wissen, wo sie stehen. Jetzt war sie ein bisschen verzweifelt, wusste nicht so recht, was sie tun sollte. Und viele hätten aufgegeben, hätten gesagt, ich suche mir einen anderen Job. Oder hätten gesagt, ist ja nicht meine Firma, ich resigniere. Aber sie ist hingegangen und hat gesagt, okay, dann komme ich jetzt jeden Tag eine Stunde früher und widme diese Freizeit quasi meinen Mitarbeitern, diese eine Stunde. Und auch das ist Führung, weil sie sich für die Mitarbeiter einsetzen. Sie opfert ihre Freizeit für die Mitarbeiter. Also, Militär, Konzern, ist vielleicht beides nichts für dich oder war nicht für dich dabei. Der dritte Punkt, wo du es lernen kannst zu führen, ist Bücher, Online-Seminare, Coachings. Also wir werden da später auch mal ein Online-Seminar dazu anbieten, zum Thema Führung. Das ist gerade in der Arbeit. Aber du findest im Internet ganz, ganz viel dazu zu diesem Thema, wo du dir anschauen kannst, wo du dir ein Online-Seminar buchen kannst, wo du dir Bücher kaufen kannst. Ich kann dir zum Beispiel Peter Drucker empfehlen. Er ist leider schon gestorben, aber er hat dieses sensationelle Konzept von Führen mit Zielen entworfen und ein Buch darüber geschrieben. Also sensationell. Wenn du dich mit Führung beschäftigen willst, dann lies dieses Buch unbedingt. Einen zweiten Autor, den ich dir empfehlen kann, ist Fredmund Malik. Der hat Führen, Leisten, Leben geschrieben. Er unterrichtet aktuell, glaube ich, in St. Gallen Management und hat auch viele Konzepte von Drucker übernommen. Und er hat einen sehr, sehr Schwarz-Weiß-Stil und extreme Ansichten. Aber das hilft mir persönlich jetzt, um das Ganze nochmal klarer zu verstehen. Ich mag nicht so, wenn das so wischiwaschi ist. Also diese beiden Autoren, Peter Drucker und Fredmund Malik, kann ich dir äußerst gerne empfehlen. So, was haben denn jetzt die Geschichte von dem Soldaten, der seine Kollegen rettet oder von der Chefin, die ihre Freizeit opfert, gemeinsam. Ein großer Punkt dabei ist der Sinn. Sie sehen einen Sinn in dem, was sie tun. Nichts ist schlimmer für Menschen, als dass sie einer Tätigkeit nachgehen, in der sie keinen Sinn sehen. Sinnlosigkeit ist der Tod von allem. Das ist in meinen Augen der Anfang vom Burnout oder vom Burnout. Das heißt, auch wenn du führst, gib Menschen einen Sinn. Gib ihnen einen Sinn in dem, was sie tun. Führe Menschen menschlich. Ne? Das heißt nicht, dass ihr ständig kuscheln müsst oder euch in den Arm nehmen müsst oder sonst irgendwas, sondern gib deinen Leuten einen Sinn in dem, was sie tun. Dann folgen sie dir. Völlig automatisch. Ne? Gib ihnen Freiheiten, Entscheidungen selber zu treffen. Führe einfach menschlich. Nietzsche hat mal gesagt, wenn unser Warum groß genug ist, ist das Wie völlig egal. Das heißt, wenn du ein großes Warum hast, warum tue ich diese Tätigkeit, warum mache ich das, und du als Führungskraft dieses Warum vermitteln kannst an deine Mitarbeiter, dann ist denen völlig egal, wie arg sie arbeiten müssen oder wie hart sie ochsen müssen. Ja, es gibt da natürlich Grenzen, ganz klar, aber grundsätzlich sind da. Hast du dann Mitarbeiter, die performen? Also, gib deinen Leuten einen Sinn und beschäftige dich unbedingt mit Führung. Hol dir Bücher, schau dir Online-Kurse an, geh zu einem Coach, der sich damit auskennt, aber beschäftige dich damit, sonst wird das nichts. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da, lass uns ein Abo da, damit du auch keines der weiteren Videos verpasst. Und in diesem Sinne,
Bis zum nächsten Mal.